Ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu TechNews 5 2021. In der heutigen TechNews sprechen wir unter anderem über neue Preise bei Disney Plus, dann über die PS5-Problematik mit Samsung-Fernsehern, dann endlich über die neuen OLED-TVs von Philips und wir sprechen erneut über Windows 10. In diesem Sinne werde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format TechNews gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Algorithmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Auch dies war nur eine Frage der Zeit. Disney Plus erhöht die Preise. Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2020 schaltet Disney nun einen Gang höher und zieht die Preise um gut 22% an. In Zahlen bedeutet das, dass der monatliche Zugang zum Streamingdienst nun von 7 Euro auf 9 Euro ansteigt. Der Jahrespreis steigt von 70 Euro auf 90 Euro an. Sollte das Jahresabo vor dem 22. Februar 2021 abgeschlossen worden sein, behalten Kunden dieses Jahr noch den alten Preis, müssen erst im Jahr 2022 dann den neuen Preis zahlen. Die neuen Preise gelten ab dem 23. Februar 2021. Vor einigen Wochen berichtete ich, dass manche Samsung QLED-TVs nicht einwandfrei mit einer PlayStation 5 zusammenarbeiten und bei einer 4K-Auflösung im Zusammenspiel mit 120 Hz und HDR Darstellungsfehler produzieren. Samsung gab nun bekannt, dass das Problem wie eines Software-Updates behoben werden soll. Konkreter heißt das, dass in diesem Fall tatsächlich die PlayStation 5 ein Update erhalten wird, laut Sony soll dies im März 2021 erscheinen. Am Rande sollte natürlich noch erwähnt werden, dass Samsung-TVs auch Probleme mit GeForce RTX 3000 Grafikkarten haben. Jenes Problem wird logischerweise nicht durch Sonys Updates gefixt. Ach, wie denn auch. Naja, bleibt abzuwarten, wie die Problematik beseitigt wird. Der deutsche TV-Sender ZDF plant weitere UHD-HDR-Ausstrahlungen via HBBTV. Anfang des Jahres strahlte der Sender die Sendung Traumschiff in UHD mit HLG HDR aus. Daran möchte das ZDF nun weiter anknüpfen und Sendungen wie die Bergretter, Traumschiff und Terra X über HBBTV 2.0.2 in UHD mit HLG HDR ausstrahlen. Endlich haben wir richtige Informationen zu Philips OLED-Fuhrpark für das Jahr 2021. Philips kündigt den OLED 706, 806 und 856 an, welche allesamt nun mit dem HDMI 2.1 Standard daherkommen werden und somit 4K mit 120 Hz unterstützen werden. Die HDMI-Bandbreite soll tatsächlich die vollen 48 Gigabit pro Sekunde betragen. Die neuen OLED-TVs bringen natürlich auch Funktionen wie ERLC, O2 Low Latency Modus und VRR mit. Letzteres soll eine Spanne von 40 bis 120 Hz aufweisen. Mit der vollen HDMI 2.1 Bandbreite werden die Philips-Geräte 4K mit 120 Hz im vollen Farbumfang und Farbtiefe darstellen können, sprich im 4:4:4 und 12 Bit. Dem aber nicht genug, Philips ließ verlauten, dass die OLED-Fernseher HLG, Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus und HDR10 Plus Adaptive unterstützen werden. Letzteres wird aber nur bei den 806er und 856er zur Verfügung stehen. Die neuen Philips OLED-Fernseher werden im ersten Halbjahr 2021 in den Größen 48, 55, 65 und 77 Zoll erscheinen, wobei der 806er und 856er nur in 55 und 65 Zoll verfügbar sein wird. Letzte Woche sprachen wir davon, dass bald das neue Windows 10 21H1 erscheinen wird. Nun wissen wir Konkreteres. Microsoft hat in einem Chromium-Code angegeben, dass das neue Major-Update für Windows 10 im Juni 2021 erscheinen wird. Jenen Hinweis hat das Unternehmen inzwischen aber wieder entfernt, was den Schluss zulässt, dass Microsoft noch eine direkte Bekanntgabe machen wird. Windows 10 21H1 wird nicht allzu viele Neuerungen bieten, zumindest keine gravierenden. Ja, und damit war dies die Tech News für diese Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Falls ja, so lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere Tech News Ausgabe mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!